Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Far Cry 4, dem Original. Ja. Nö. Mit der bescheidenen Steuerung. Ich bin so froh, dass sie die nicht übernommen haben. Oh, da oben ist auch noch was, da müssen wir auch noch hin. Ja, mu. Okay, hier. Wow. Das Dorf ist aber kleiner als im Remaker. Ein bisschen. Ich meine, man erkennt es. Ne, ich habe ja die Demo und die Demo spielt ja hier. Ne? Gespielt. Fehlt ein Wort. Warte. Okay, wir können Dinge verschieben. Das ist interessant. Schaue ich denn hier vor oder irgendwie sowas? Müssen wir aber nicht, weil wir sind nicht auf der Flucht. Und mit der Steuerung, nein. Hier sind Fässer, sie könnten zerstört werden. Aha. Danke. Ja, ich glaube, ich weiß, was da drin ist und ich möchte es nicht bestätigt haben. Danke. Ja. Das Bett ist total verdreckt. Sieht aus, als hätte hier lange keiner mehr drin geschlafen. Ja. Ich hoffe, es hat da lange keiner mehr drin geschlafen. So wie das aussieht, möchte man nicht, dass da jemand drin schläft. Oder regelmäßig drin schläft. Habe ich hier nicht irgendwo was? Mir irgendwo da oben was gesehen, wollte ich gerade sagen. Ja! Nice! Wir haben unseren ersten Schatz gefunden. Wenn das so weitergeht. Ich glaube, wir brauchen nur Jahre. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Nö. Aber bei der Steuerung. Bitte. Bitte verlangt von mir nicht, dass ich das hier irgendwie sehr schnell durchspiele. Alleine fürs Bewegen werde ich mich, ne, werde ich 1000 Jahre brauchen. Und ich will nicht wissen, wie oft ich sterben werde. Oder wann irgendwann mal hier so Dings drin ist. Also mit dem Rückwärtslaufen, das ist schon mal sehr gut. Okay, da war nur das, ne? Finde ich, ja. Sehr convenient. Dass der gute Mann, ne? Die Möglichkeit hat, sich rückwärts vor Zombies wegzubewegen. Oder den Einwohnern. Sind ja keine richtigen Zombies. Oder was sind Zombies eigentlich, ne? Aber, ja. Das sind ja die Infizierten. So, einmal bitte raufklettern. Oh, danke schön. Das ist eine super Animation, Lian. So. Nope. Okay. Ja, das ist, ist halt Lian, ne? Was soll ich sagen? Der macht einen auf cool. Und ist es auch. Ne? Auch wenn er in beiden Versionen nicht mehr so aussieht wie im zweiten Remake. Aber, pff. Ich meine, bei Chris sind wir auch alle froh, dass er nicht aussieht wie im siebten am Ende. Weil auch immer das war nicht Chris Redfield und der hat uns belogen. Ich sag das euch. Ich meine, im achten sah er dann wieder komplett anders aus, also.
Nö. Ah ja, und auch wenn ich so ein bisschen was kenne und vielleicht auch mal was dazu gesehen habe, bin ich immer. Ich vergesse immer alles. Also, ne? Ich weiß dann trotzdem kaum noch was, weil ich bin so angespannt, dass ich mich nicht darauf konzentrieren kann, irgendwelche Erinnerungen aufzugreifen. Also, bitte nimmt es mir nicht so übel, wenn ich nicht gleich auf irgendwas komme. Oder sonstiges. Oh, Aufruf zur Wachsamkeit. Oh, wir wurden gesichtet. Vor kurzem hieß es, ein Mitglied der US-Regierung sei hier im Dorf, um Nachforschung anzustellen. Sorge dafür, dass er unseren Gast nicht kontaktiert. Falls ihr es nicht wisst, unser Gast ist in einem Haus hinter dem Bauernhof. Sobald wir soweit sind, bringen wir ihn an einen sicheren Ort im Tal. Ja, wahrscheinlich Ashley, ne? Dort bleibt er bis auf Weiteres. Passt bis dahin auf, dass der Ami nicht in seine Nähe kommt. Ja, die wollen halt nicht sagen, dass es sie ist. Wir wissen nicht, wie die US-Regierung von unserem Dorf erfahren hat, aber wir finden es heraus. Ich glaube jedoch, dass sein Eindringen zum jetzigen Zeitpunkt kein Zufall ist. Sicher ist doch jemand anderes als die US-Regierung in die Sache verwickelt. Männer, bleibt wachsam. Bürgermeister Vittore Mendez. Ja. Wer denn wohl? Also man hat im Titel Ada gesehen. Also, ne? Ada wird mitmachen, also wird Wesker wahrscheinlich auch wieder mitmachen. Okay, ja. Also, ich bin mal ehrlich, ich habe mir das schlimmer vorgestellt. Nicht so schlimm mit der Steuerung. Die ist schlimmer, als ich gedacht habe. Mit dem Drehen und so, obwohl man sich da ganz gut dran gewöhnt. Sei denn, es sind Zombies in der Nähe oder Dorfbewohner. Sind hier noch mehr? Und warum sind die nicht gekommen, als der andere gestorben ist? Das ist sehr verwirrend. Danke. Das ist sehr, sehr... Oh, da haben wir eine Möglichkeit zum Speichern. Nö. Gut. Aber speichern werde ich. Ui, also... Ich weiß nicht, wie ich das ranken soll, aber es macht Spaß, während es gleichzeitig komplett anstrengend ist. Ich glaube, das ist mein Guess. Es ist momentan zumindest nicht so stressig wie 3 und oder 2. Haben wir eine Dings drauf oder was? Ich glaube ich ja nicht, ne? Ich glaube, die kehren sich einfach nur nicht, ne? Au! Naja. Aber ich hab richtig Bock drauf. Hier ist eine stinkende Jauche. Okay. Irgendwie habe ich richtig, richtig Bock drauf. Also auf den Original-Vierern, ne? Auf den Dings habe ich auch irgendwie. Aber ich hab irgendwie. I don't know.
Ja. Nein, ich will dir doch nicht wehtun. Man, der kennt das wahrscheinlich gar nicht anders, der arme Hundi. Jetzt haben wir seinen Besitzer auch noch erschossen, wenn es seiner ist. Ja. Also wenn sie uns sehen, dann laufen sie auf uns zu. Aber wenn sie uns nicht sehen, beziehungsweise getriggert werden, sind wir egal, oder wie? Komm mal her! Okay. Die reagieren doch drauf. Ja. Das ist alles nur, weil wir von dem Ding getroffen wurden. Ja, gut. War halt meine eigene Dummheit. Das war meine eigene Dummheit. Was? Kannst du mal bitte wieder hinstellen? Sei mal bitte so lieb, ja? Ah ja, okay. Nehme ich. Irgendwas war doch mit den Kräutern, ne? War das hier mit drin? Nee, hier war nur... Dingsen, ne? Das ist Infos zu Ashley. Genau, nachladen. Das ist das. Kann man noch nicht, ne? Achso, okay. Das ist das. Ah. Weil ich meine, man konnte die, aber ich meine, eins davon war mehr an Gesundheit. Und eins davon war Gift oder irgendwie sowas. Irgendwie war da was. So. Da hinten ist übrigens der blaue, da wären wir auch so hingekommen. Egal. Oh ja. Ah ne, das war ja nur Dings. Das ist ein Dings, Schatz. Blaue Medaillen. 15 blaue Medaillen. 7 auf dem Bauernhof, 8 auf dem Friedhof. Diejenigen unter euch, die 10 oder mehr zerstören, werden belohnt. Der Rest ist unlesbar. Okay. 7 auf dem Bauernhof und 8 auf dem Friedhof. Und sie sollen zerstört werden. Ja, wie gesagt, aber die Leiste ist ja unser Leben. Und, ja. Können unser Leben verbessern. Ich glaube, das ist ein Schatz, ne? Das ist gar keine Dings, wo ich eine Kurbel dran machen soll. Oder? Ja. Aber wenn Leon da gerne reingreift. Ich kenne dann noch so einen Plörren-Heini. Dem das egal ist, wie dreckig was irgendwas ist und dann trotzdem da irgendwie baden geht. Ne? Der Casanova Ezio. So, hier waren wir gerade drin und hier haben wir alles mitgenommen, ne? Warte mal, da hinten ist noch ein Schrank. Würde ich auch gerne nochmal aufmachen. Falls es geht. Mit unserer ganz, 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 ganz langsamen Art. Ja! Hat sich gelohnt. Da ist nichts, ne? Gut. Dann muss ich nur gucken, wie ich da zu der Schachtel hinkomme. Und hoffen, dass auch wirklich
was Schönes drin ist. Au, oh, warte mal. Ja, ja. Können wir wieder? Können wir wieder? Ich glaube... Ja. Wie war das? Sieben sind hier. Und ein paar auf dem Friedhof. Also hier sind welche und ein paar sind anscheinend auf dem Friedhof. Gut, hast du nichts dagegen, wenn ich an dir vorbeilaufe, ne? Da oben. Friedhof bestimmt auch von der anderen Seite. Nummer 2. Nee. Müssen wir von der Seite machen. Okay. Oh, warte mal, hier ist ein Fass. Machen wir doch mal ein Fass auf. Ja, die soll man ja wegschießen, ne? Ich gehe da noch auch nochmal. Wir gucken überall. Ich glaube... Oh ja! Dass die hier überall hängen müssen, damit das Ganze Sinn ergibt. Dass es halt so viele sind, ne? Okay, also man kann die Steuerung so ein bisschen fixen, indem man halt beide Tasten gleichzeitig aber smooth halt drückt, ne? Was ich mir auch gut vorstellen kann, ist, ich kletter mal hier drauf, dass hier halt auch irgendwo was sichtbar ist. Oh, ja. Ah, ist halt ein bisschen... Warte mal, ich habe gerade eine gesehen, aber er guckt die ganze Zeit nur nach unten. Danke. Ist da noch eine dran, oder? Nö. Geht's doch schon weiter, ne? Ich will noch nicht weiter. Oder geht's da weiter? Ich will halt die Dings haben, ne? Die Amulettdinger. So, runter. Die blauen Amulettis. Geht's damit hin? Kann ich den verschieben? Okay, warte. Ich muss da hin irgendwie, ne? Ja, komm mal her, du. Das ist der Schrank, den wir verschieben sollen. Ich glaube, das ist der, ne? Okay, das sollen wir nicht... Warte mal. Da steht zwar schieben, ne? Aber... Okay. Hätte ja sein können. Meine Güte. Lieren bist du manchmal ein bisschen... zu konkret. Okay, aber das wissen wir. Warte mal.
Ich habe da einen Plan. Ich weiß zwar nicht, wie ausführbar der ist, aber mal gucken. Klettern wir erstmal wieder hoch. So. Ja. Ah ja. Siehst du? Ah! Einen Schutz. Ach, und hier ist doch was zum kaputt machen, oder wie? Oder wir müssen den hier hinziehen. Oder hier hinschieben. Ja, okay. Interessant. Das war ein Bierkrug. Und können wir den denn schon, ja. Okay, da müssen andere Dinge rein. Sehr schön. Dann haben wir wenigstens schon mal etwas. Aber warte mal, jetzt habe ich da gar nicht nach einem blauen Amulett geguckt. Wie unnachlässig von mir. Oder nachlässig. Entschuldigung. Mhm. Ist natürlich sehr nachlässig, nicht unnachlässig. Uah. Steuerung. Oder kommen wir da erst rein, wenn wir die Amulettchens haben? Steht schon öffnen. Ich habe halt Angst. Sollen wir da rüber gehen? Ne? Warte mal, ich guck doch mal auf die Karte. Ich kann ja mal auf die Karte gucken. So. Genau, da sind wir gerade. Da sind noch welche. Mini-Aufträge. Moment. Ja, da sind noch welche. Okay, die werden angezeichnet. Sehr gut. Das heißt aber, da hinten ist auch noch einer. Ah ja, und? Das. Ich meine, wir werden das nächste Mal sowieso passiert, aber... Ja. Muss ja nicht sein. Wenn wir manuell nachladen können. Ja, hier, Karte. Genau, da hinten ist noch einer. Also man kommt von da nach da und von da nach... Nee, von da nach da. Gott. Kurz. Ah! Wie waren das hier denn? Ich habe doch noch gar nicht so viele. Aber da kommen wir noch nicht gar nicht hin. Da ist eine rote Tür. Glaube ich. Ich werde jetzt erstmal doch speichern. Ich war gerade im Überlegen, ob ich das einfach mache, aber ich glaube, ich werde erstmal speichern. Und dann darüber gehen, wenn wir da stuck sind. Halt feststecken. Damit wir, ja, laden können. Genau. Dankeschön. Ui. Ne? Können wir laden oder? Ja. Nee, ich finde es eigentlich ganz in Ordnung. Trotz der Steuerung. Ich glaube, die Steuerung ist das Gruseligste.
So, ich hoffe, da kommt jetzt nichts durch die Tür. Ah, hier steht eine Leiter. Na, das ist ja mal... Das ist ja mal ein Ding hier. Na dann... Ist das ja eigentlich egal. Ja. Ich sehe schon, wenn mir jemand hilft, komme ich vielleicht rüber. Da kommen wir nicht durch, aber ich habe schon den Dings gesehen. Kannst du mal bitte raufklettern und dann mal gucken, ob du den treffen kannst? Ich habe schon gesehen, wo der ist. So. Ich weiß nur nicht, ob ich den von hier aus treffe. Nicht so schwanken würde, dann wäre das Ganze ein bisschen einfacher, aber gut, wir haben es geschafft. Genau, und die anderen, anderen Dings sind da unten, die an Badges, ne? Die wir machen müssen, okay. Dann springen wir mal runter. Ach, warte mal, da hinten ist doch auch ein Speicher. Ich speichere trotzdem. Da hinten einer ist. Ne? Man weiß ja nie, was einem entgegenkommt, wenn man durch eine Tür geht. Hier. Danke. Okay. Dann wollen wir mal durch die Tür. Ne? Da müssen wir jetzt nur wirklich nicht rüber. Ich glaube, gelb war Dings erweitern, Leben erweitern, ne? Und rot war sag schon, ne? Irgendwas mit Gift oder irgendwie sowas. Ach nein, wir kommen ja jetzt da hinten hin, ne? Ich komme ja jetzt gar nicht geradeaus. Ich das oder... Ich hab nicht gesehen, dass da X stand. Ich hab die ganze Zeit Viereck gedrückt, wie so eine Bescheuerte. Aber ja, gut. First Death Encounter. Okay, aber ich glaube, ich muss die ganze Zeit nur links drücken, ne? Okay. Kommen die mir denn hinterher? Von wo bin ich gekommen? Ach, von da. Okay. Dankeschön für die Begrüßung. Das war sehr nett. Ja. Yeah. Ich bin froh, wenn wir gleich beim... Ja, ich habe keine Angst vor Fledermäusen. Ich bin froh, wenn wir gleich beim Speicherpunkt sind. War der nicht hier irgendwo? Wenn ich nicht dauernd auf die Karte achten würde, ja. Doch, da hinten, ne?
Aber wir sind noch nicht auf dem Friedhof, wo die ganzen... Alter, ich sehe dich. Leon zielt zwar wie so eine Wammsau, aber das Wort habe ich mir ausgedacht. Ja. Nee. Ja. Oh. Ah. Ich hasse das. Gut, warte. Kombi. Verwenden. Ist tatsächlich, ne? Mich fett. Diese Steuerung, ne? Okay, ich glaube, ich werde erstmal gleich den Part beenden. Oh, anstrengend. Meine Güte. Ja, wie gesagt, ich... Ja, beende ich halt so den Part. Ich werde ja sowieso noch ein bisschen aufnehmen. Wir sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye. 1998. I'll never forget it. It was the year when those grisly murders occurred in the Arklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the international pharmaceutical enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. Six years have passed since that horrendous incident. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family.